Hey! Und hey! Und hey! Und hey! Und hey! Hey, 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 hey! Ja, und wir springen voller Freude auf die Insel zu. Fahren wir den Typen nämlich nochmal. Auf diese schönen Insel. Hallo. Wip. Guckst du? Und was soll ich deiner Meinung nach mit diesem Gegenstand anfangen? Unverfrorener Lümmel. Ja, wie jetzt? Nimm mir einen schmutzigen Finger von meiner Klinke, du unverfrorener Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herrin betreten. Hinfort mit ihm, er ist nicht willkommen. Ja, wer ist deine Herrin? Freiwillige Gesellschaft für Glück und Frohsinn. Jetzt Moment mal. Haben wir das noch in der Posttasche drin oder habe ich das jetzt irgendwo verschmissen? Nee, habe ich sogar noch da. Gut. Fropf. Nein. Kann ich dir das zeigen? Nee. Komm. Tropf. Ja, schön. Ja, verstehe ich jetzt natürlich wieder überhaupt nicht. Warte mal, steht da irgendwo? Ah, da ist ein Schild. Ups. Fahren wir einfach mal nach. Das ist die Villa der ehrenhaften und bezaubernden schönen Madame Marie, Lehrerin im Portemonnaie. Ich wusste es. Dass diese Villa der Lehrerin gehört. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Ich muss da ja ran. Da müssen wir uns wohl oder übel doch wieder nach Portemonnaie wirbeln lassen. Weil warum auch nicht, ne? Portemonnaie. Waren wir ja schon mal wieder, ne? Jetzt sehen wir zu, dass wir diesen Ivan da finden. Ist es jetzt schon wieder Nacht oder ist es jetzt noch Tag? Oder was ist das jetzt für eine Zeit? Ist ja schon wieder Nacht. Alter. Darf wohl nicht wahr sein. Es ist immer Nacht, wenn ich unterwegs bin. Na, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hier zum Mr. Trankbrauer. Weil wenn wir schon mal im Portemonnaie sind, müssen wir es ausnutzen, ne? Der dreht nämlich dann wieder voll am Rad. So, komm her. Genau. Das da. Das ist doch ein Schleimchili. Uiuiui, was für eine seltene Farbe, für eine neue Sorte. Ich hole mir gleich mein Chili, ist ja immer von der Tapseninsel. Da wimmelt es nur so von Schleim. Aber welche in dieser Farbe habe ich noch nie gesehen. Wie dir bestimmt schon klar ist, bin ich ein begnadeter Alchemist. Ein aufgehender Stern am Elixierbrauerhimmel. Sehe ich etwas Neues, küsst mich gleich die Muse. Oh, ja. Oje, da küsst mich die Muse und schenkt mir eine Eingebung und dann hast du nicht genug. Was? 15? Na toll. Na toll. Ich dachte 10 reichen. So ein Scheiß. Dann werfe ich dir doch gleich einen Stuhl um den Kopf, ne? Ja, schade. Ich dachte 10 reichen. Na gut. Müssen wir wohl noch weiter sammeln. So, Auktion. Sollen wir heute wieder die Auktion besuchen? Wäre ja prinzipiell egal. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Rotzlöffel von Ivan... Ups. Diesen Rotzlöffel von Ivan finden. So. Nee. Ja, wo gucken wir denn hin? Geh mal doch wieder rein. Ich will doch nur in dein Haus, Mädchen. Ich weiß, ich komme immer bei Nacht vorbei. Kann ich etwas für dich tun? Genau, erzähl mir was. Na klar. Danke. Ja, gut.
wo der jetzt auch immer wieder ist, ne? Da ist er nicht. Ja, es ist auch Nacht. Wahrscheinlich ist er bei Nacht gar nicht mal da. Ja, müssen wir wohl oder übel wieder eine Runde fahren. Mit dem Schiffchen. Was hat es eigentlich mit dieser Kiste da vorne auf sich? Komm. Turbo! Wir müssen nur warten, bis es Tag wird. Fahren wir einfach mal ein bisschen herum. Genießen die nächtliche Stimmung auf hoher See. Entfernen uns vom Portemonnaie. Fahren hier rüber, was hier auch immer ist. Ja, das ist dieses Feen-Ding. Wir könnten aber eigentlich auch nur angeln. Geht ja um nichts, ne? So. Juhu, wir haben etwas gefunden. Toll. Ja, ein violetter Rubin. Das ist prinzipiell mal nicht schlecht, ne? Was ist das? Ach ja, es ist diese lustige Schießinsel da. Und da ist wieder ein Terry-Händler. Ist interessant, ne? Wow, stehen bleiben. Schauen wir mal, vielleicht hat er irgendwas Neues im Angebot. Terry, Händler, bleib hier. Ja, er hätte wieder Putt-Putt-Früchte. Super. Unbedingt. Ach ja, mit 60 Punkten bin ich super VIP-Kunde. Na, Prost, Mahlzeit. Wie soll ich denn das schaffen? Aber gut, es gibt dann zumindest wieder einen Grund, Terry zu besuchen. Ist ja auch schön. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht zu weit vom Portemonnaie entferne, weil sonst finde ich da nie wieder hin. Es könnte ja sein, dass bald wieder Tag wird. Ist das richtig so, die Richtung? Hallo? Wo bitte ist mein Cursor? Das ist ja cool. Moment. Ah ja. Wieso? Oh. Was war da jetzt bitte los? Ich hab keinen Cursor mehr gehabt. Wie toll, ich glaub's nicht. Wieso ist denn hier jetzt auf einmal zwei? Das war jetzt voll verbuggt. Alter. Nintendo, macht mir keine Angst. Wenn nicht, abspringen. Eieiei, das ist eher untypisch für Nintendo. Ja, jetzt werden wir mal ganz ruhig und behutsam fahren. Langsam über die Meere streifen. Wir genießen die Aussicht. Denn wir müssen warten, bis der Tag anbricht. Bis geselliges Treiben wieder im Portemonnaie eintritt. Damit wir die Möwen beim Fliegen zusehen können. Ja, schön, ne? Wieso ist eigentlich wirklich immer Nacht, wenn ich unterwegs bin? Das ist ja echt ein bisschen schade. Das dauert so lange bis Tag. Es ist schon wieder Nacht, hallo? Ich verstehe das nicht. Ich will doch nur, dass Tag ist. Ich kann doch nicht einfach die Tageszeit wie wild wechseln. Das geht doch nicht. Wow. Gewitter. Mehr Gewitter. Noch mehr Gewitter. Und es beginnt zu regnen. Ja, Terry-Händler brauchen wir jetzt keinen. Einen Regen brauchen wir eigentlich auch nicht, aber naja. Wir fahren einfach mal herum. Aber Moment mal, jetzt schauen wir mal, wo war der Turbo-Terry? War, glaube ich, hier, ja. Gucken wir mal, ob Turbo-Terry was Neues hat. Turbo-Terry, wo bist du?
Es könnte sein, dass es vielleicht sogar jetzt wieder Tag wird. Mal gucken. Ja, die tollen Außenposten, da gibt es ja wahrscheinlich auch nirgendwo was zu holen. Es wird wieder Tag. Ja, da wäre ein Schatz, das ist mir aber egal. Denn die kleinen Schätze sind eh meistens nur 50 Rubine und ich habe ja eh ohnehin so viele Rubine, dass es die Hälfte auch locker reichen würde. So, was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt nach Portemonnaie porte? Wird es wahrscheinlich wieder Nacht. Yay! Port, nach Portemonnaie. Nee, nicht mal. Finde ich gut. Und der Briefkasten wobbelt wie wild herum. So. Jetzt werden wir mal einige Sachen erledigen hier im Portemonnaie. Unter anderem mal den Briefkasten ausräumen. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Ging per Nachname 10 Rubine. Ja, okay. Ich begrüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunde bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei uns Terry-Händler einkaufen. Auf Ihrem Punktekonto sind 30 Punkte zusammengekommen, sodass wir uns erlauben, Sie mit dem heutigen Tag zu einem unserer VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer VIP-Kunden erhält als besonderen Bonus einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Bitte lösen Sie ihn bei einem Terry-Händler ein. Super. Du hast einen Laudatio-Schein erhalten. Dir ist nicht ganz klar, was es mit diesem Schreiben genau auf sich hat, aber man sollte es bei einem Terry-Händler vorzeigen. Du verwahrst es erstmal in deiner Posttasche. Ja, mach ihn natürlich gerne. So, und jetzt muss ich den Ivan suchen, diesen kleinen Strolch. Und der arme Mensch, als armer Mensch hat man schon schwer. Denkst du nicht auch, wenn du mich in solchen Lumpen siehst? Aber so ist das Leben nun mal. Jetzt mag ich es mir zwar hart vorkommen, aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Meine Tochter Felicitas, die lange Zeit verschollen war, ist jetzt endlich wieder bei mir. Das allein ist Glück genug. Sie arbeitet sogar am Stand, am Markt und unterstützt uns somit finanziell. Ja, die Welt ist noch klein. Allerdings macht es mich stutzig, dass sie immer irgendwo verschwindet, wenn es Nacht wird. Ja, das wissen wir schon, ne? Genau. Gut, sitze ich so da? Ich bräuchte wieder so ein Blümchen. Es tut mir leid, aber hier ist unbefugten Zutritt verboten. Na, ist egal. So. Komm, gib mir noch so ein Blümchen. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag. Ein herrliches Wetter zum Einkaufen. Ja, ich möchte sowas. Ja. Kann ich da mehr von denen kaufen? Ich kaufe jetzt ganz viele von denen. Einfach, dass ich die überall einsetzen kann. Ja. Bis meine Posttasche voll ist. Und dann setze ich die einfach... Was? Kannst nur bis zu 3 meiner Waren in deiner Posttasche haben. Aha. Verstehe. Ja, dann setzen wir die doch mal ein hier. Ich weiß zwar absolut nicht, was das bringen soll, aber ich mach's einfach mal. Ihr wisst, ich für Glück und Frohsinn, wie die gesagt haben. Zack. Fropf. Super. Zack. Fropf. Ja, und wo ist noch so ein Ständer? Die gab's ja hier überall. Blumenständer. Weil ich will Glück und Frohsinn in die Stadt bringen. Natürlich. Aber das sind so viele. Das ist ja echt der Wahnsinn. Da kann ich jetzt meine Rubine gut anpflanzen, ja. Komm, verkaufe noch 3 von deinen Blumen. Aber keine Angst, Leute. Ich mache das jetzt nicht mit der ganzen Stadt. Ich nehme wieder 3 mit. Einfach nur, um sie mitzuhaben, ne? Gut. Wir gehen nochmal zur Lehrerin. Wo ist Ivan? Seid ihr Ivan?
Yippie! Sag mal, du da, passt du vielleicht, weiß nicht, willst du ganz mit uns anlegen, mit uns, den ganz kleinen Strolchen? Gibst du, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten alten, will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollen nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen, hahaha. Wir sind die ganz kleinen Strolche, verstehst du? Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören. Aber weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht drüber reden. Na, Interesse? Ja, mach mal. Komm, ich fordere euch heraus. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo und wenn du uns findest, dann laufen wir vor dir weg. Naja, und du musst uns dann eben fangen. Aber keine Angst, wir werden uns weder in Häusern verstecken, noch die Insel verlassen. Also suche gewissenhaft. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen. Alles klar? Dann los. Versteckt euch! Na, da bin ich ja mal gespannt. So, dann gucken wir mal. Mein, so groß ist Portemonnaie jetzt nicht. So, hier? Nee. Aber da kann ich auf jeden Fall wieder Blumen raufstecken, wenn ich will. Ah, da hinten sitzt einer. Ach, wie süß. Komm her, Freundchen. Hab dich! Achso. Yeah! Kannst du nicht einfach davonlaufen? Ich krieg dich, du kleines, unnötiges Nicht schlecht! Ja, natürlich nicht schlecht. Ich bin auch der Meister in Verstecken spielen. Legt euch nicht mit Link an. Das war nur ein Krug. Okay. Da unten ist auch keiner. Ja, man weiß ja nicht. Sie können sich ja auch in Krüge verstecken. Wow. Ein gelber Rubin. So. Ach, wie schön. Überall sind diese Stadtblumen von mir. Zack. Ein roter Rubin. Interessant. So. Da ist auch nichts. Nee. Du, du, di, di, di. Ja, dann schauen wir mal hier runter. Ein Schweinchen. Oink. Ha, hab ich dich. What? Ja, keine Angst, ich krieg dich schon. Überhaupt kein Thema. Der springt ins Wasser rein. Der traut sich ja was. So. Wir werden den kleinen Bengel nachlaufen. Den kriegen wir. Ja. Haben wir dich. Haha. Buh, du hast mich geschnappt. Natürlich habe ich dich geschnappt. Was denkst denn du? Ich bin Link. Mich kann man nicht reinlegen. Haha. Ja. Fehlen noch zwei. Problem wird nur sein, ja, wir müssen überall gucken. Wow, anpressen, danke. Anpressen. Weil es könnte ja sein, auch wenn sie sich nicht in Häuser verstecken, könnten sie sich ja hinter Häusern verstecken. Genau, wie ich gesagt habe, ne? So. Nummer 3. Hoch da. Ha! Ja, nein, du hast mich. Ui, ich spring einfach durch den Zaun durch. Ich bin Mr. Clippingfehler höchstpersönlich. Hey, hey! So, wo ist der jetzt? Der da, ne? Bleib hier! Schlag hier keine Kurven, Kleiner! Alter! Nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht! Wieso hast du einen Blauschimmer auf den Haaren? Ich schieß dich mit einem Pfeil ab. Ja, obwohl verletzen will ich dich auch nicht, ne? Ach, nö! Ja, da hast du Pech. So, vielleicht hier in der Lagune? Nö. Ja gut, ich meine, zwei haben wir schon. Drei haben wir schon. Würde ja nur noch einer fehlen. Aber den finden wir natürlich auch noch. Bin ich voller Zuversicht. Ja, aber der sitzt wahrscheinlich irgendwo ganz gemein auf einem Dach oder so. Oder hier? Hinterm Baum? Ne. Immer diese Kinder, die Verstecken spielen wollen. So, hier wird es jetzt spannend. Irgendwo hier.
Irgendwo da? Nee?